Moin Moin, willkommen zurück bei Addicted Aussie. Kleines Unboxing, von ein paar Sachen. Im Videotitel seht ihr natürlich schon, was der Hauptartikel hier in diesem kleinen Karton ist. Von Firma HP Hobby bestellt. Und wir machen das einmal auf. Ich will da gar nicht so das lange Video machen, auch wenn ich weiß, dass ich das noch ein bisschen erklären will, wie das Ganze funktioniert. Und zwar geht es hier um das aktuelle neue Aeromax Setup-System für 1:8 On- und Offroad-Cars. Hier steht jetzt 1:8 Offroad. Das ist dann für Buggy und Truggies. Für Buggy und Truggies. In der Black Golden Edition. Also hier zahlt man für die Optik mit. Ganz, ganz wichtig, nicht vergessen. Oh, das ist die Rechnung. Die kann woanders hin. Was ist noch drin? Eine Hobbywing Programmierbox, und zwar die Multifunction LCD Programmbox, USB Adapter, LiPo Voltmeter und ESC Programmer. Das heißt, ihr könnt euren Regler programmieren, ihr könnt eure LiPos checken. Und ihr könnt das gleichzeitig euren Regler über diese Programmierkarte updaten. Das kann die alles, kostet um die 30 Euro. Und ja, funktioniert 1A, macht einen guten Job. Und zwei verschiedene Kabel dabei, gucken wir uns gleich nochmal ganz genau an. Nur mal ganz kurz erwähnt, was hier drin ist. Und ich habe auch noch Räder bestellt, GT-Saison läuft noch. Und zwar TMT-Räder Q5. Q3 und Q1. Moment. Hier steht H1 drauf, es sind aber Q-Profil, es ist ein Q-Räder, hier steht aber H1 drauf. Was glaube ich, H01, was glaube ich denn jetzt hier? Sollten die Aufkleber ausgehen oder? Micha, ne, wenn du das Video siehst, bitte informieren Sie sich. Und geben mir Informationen. So, ich hole euch jetzt mal näher ran und dann gucken wir uns das alles ganz genau an. Bis gleich. So finde ich das ganz gut. Ich habe übrigens eine kleine, man sieht schon, meine Hand wird richtig hell hier. Ich habe eine kleine neue Kameralampe. Sehr günstig geschossen. Da werde ich auch nochmal ein ganz kurzes Video dazu machen. Kann ich eigentlich jedem YouTuber, jedem... Oh Gott, ist das hier gerade unscharf? Kamera? Fokus? Danke, Kamera. Kann ich jedem nur empfehlen. Ne? Gut ausgeleuchtetes Studio ist sehr, sehr wichtig. Überleuchtet ist kacke, unterleuchtet ist auch kacke. Es muss wirklich gut aussehen. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob das hier wirklich... Ich kann das noch so ein bisschen runterdrehen. Ja, so ist vielleicht besser. Gut, na, das machen wir zum Schluss. Wie gesagt, die, muss ich nicht zu sagen, die Q-Räder oder wie gesagt H-Räder sind da. Die hätte ich letztes Wochenende gebraucht, kam leider zu spät, sind aber auch spontan auf eine andere Strecke gefahren nach Dänemark, wenn ihr das bei Facebook verfolgt habt, weil Plauen dann doch uns zu sehr die Regengefahr zu hoch war und dafür dann 6 Stunden fahren, dafür dann da anzukommen und es regnet, ist dann eher ja, verbranntes Geld, macht keinen Sinn. Gucken wir noch ganz kurz auf die Hobbywing Programmierkarte. Hier sind 2 Kabel dabei, ein ganz normales, Programmierkarte rein, Regler rein, in den Lüfterport vom Hobbywing Regler und programmieren. Verbinden und fertig. Bei dem Kabel bin ich noch gar nicht so sicher. Da stand was in der Anleitung, wie das heißt. Vielleicht kommt das in Zukunft. Und zwar ist das Programm Wires, achso, hier das Typ A ist das JR-3P plus ZH1,5 bis 3P. Ja. Ist ein anderer Stecker am Ende. Damit könnt ihr wahrscheinlich noch mehrere Regler programmieren. Das wird es dann nämlich sein. Und 2 Kabel dabei. Fertig. Keine große Sache.
ist wirklich, ihr könnt, die wichtigste Funktion ist, wie gesagt, Programmieren damit. Wir haben hier die Eingänge und Ausgänge dafür, USB-Kabel und die Programmierkabel. Moment, ja. Und hier hinten haben wir, wie gesagt, den Batteriechecker. Das kann man auch alles damit machen. Wirklich einfach zu bedienen. Menüpunkt auswählen, weiter, okay, bestätigen, zurücksetzen. Geht alles wunderbar. So, abgehakt. Kommen wir zum Wesentlichen. Und zwar dieses Setup-System. Ich habe es mir natürlich schon einmal angeguckt, deswegen dieser Zettel jetzt auch hierbei liegt. Und zwar ist hier eine kleine Anbauanleitung, wie das Ganze zusammengebaut wird. Ist nämlich nicht permanent zusammengebaut, das müsst ihr jedes Mal zusammenbauen. Kommt in einer Transporttasche, die auch nicht bei jedem Setup-System dabei ist. Hier ist sie dabei. Und so sieht das Ganze dann aus. Ich zeige das einmal. Naja, also das Black Golden, das sieht schon extrem geil aus. Bekommt man bei Firma HP Hobby für 168 Euro. So ist das im Online-Shop gelistet. Dann hier die andere Seite. Wie gesagt, das müsst ihr jedes Mal zusammenbauen. Na, aber so ist das ganz gut fixiert. Hier ist eine kleine Tasche, hier sind die Muttern drin und die Schrauben, die ihr benötigt, um das wirklich zusammenzubauen. Na, das sind jetzt hier die Radmuttern. Ihr müsst nicht eure eigenen Radmuttern benutzen mit dem Radmutterschlüssel, sondern könnt welche benutzen, die ihr so handfest anzieht und die das Ganze dann auch stabilisieren. Packen wir mal hin, die brauchen wir nämlich gleich. Ich will es nämlich einmal ganz kurz zeigen, wie das dann im aufgebauten Zustand aussieht. Hier sind Ersatzkugellager drin und die Befestigungsschrauben, auch Black Golden, sage ich jetzt mal, Schwarz-Gold, gehalten an der Optik des Setup-Systems. Hier, wie gesagt, die Kugellager. Packe ich jetzt alles mal einzeln hier hin. Ersatzschrauben auch da, also hier ist wirklich alles da. Und einmal die leere in Plexiglas. Hier sind Markierungen, hier steht einmal Aeromax eingraviert. Hier sind 0 Grad bis 40 Grad, also 20 Grad außen, 40 Grad innen. Auf der anderen Seite genauso. Hier könnt ihr ganz genau dann eure Spur einstellen. Na? Gut, ich baue das jetzt einmal auf mit meinem GT und dann gucken wir uns gleich mal vom Nahen an, wie das Ganze denn so ungefähr funktioniert. Würde ich das jetzt alles bis aufs kleinste Detail erklären, wäre das hier ein super Setup-Video, aber das wäre viel zu lang. Ne? Gut, bis gleich. So, nun ist das Ganze aufgebaut und wir können damit arbeiten. Wirklich super easy. Na? Ich mache jetzt mal ein paar Nahaufnahmen und dann zeige ich euch mal, während ich was dazu sage, kommen die Nahaufnahmen rein und dann können wir uns das ganz genau angucken. Also, fangen wir mit der Vorderachse an. Wir haben jetzt hier oben die Platte, die Plexiglasplatte. Die hat jetzt 0 Grad, ist natürlich immer der Ausgangspunkt, die Mitte. Wenn ich jetzt, ganz kurz eine Info vorweg, bevor ihr damit anfangt. Entschuldigung, das habe ich jetzt vergessen. Regel Nummer 1, Akkus rein und unter Strom setzen und einschalten. Ganz, ganz wichtig, weil das Servo muss seine Nullstellung haben. Ohne die Funke am besten dann beiseite legen, auch dass sie kein anderer dann nehmen kann und einfach mal aus Spaß Gas gibt. Das nehme ich dann ganz fatal. Oder lenkt. Ne, sondern immer Nullstellung, Funke an, das Servo darf sich nämlich nicht von alleine bewegen und fertig. Ihr könnt das Auto auch ganz kurz einschalten. Nullstellung macht das Servo dann von alleine und ihr schaltet auch wieder aus. Geht natürlich auch, aber sobald ihr was bewegt, kann es dann schwer verfälscht sein. Also vielleicht einschalten, unter Vorsicht machen. Weiter geht's. Dann sagt ihr jetzt, ihr wollt die rechte Seite vorne einstellen, von der Spur her.
könnt ihr nämlich beeinflussen, indem ihr die hier die, ja, hier die Spurstange, die Lenkstange einstellt, könnt ihr nämlich die Spur einstellen. Und das gleiche könnt ihr dann, wenn ihr die Plexiglasplatte nach links schiebt, das heißt am rechten, ja, Setup-Fuß, ist der Pin hier oben ganz in der Ecke der Plexiglasplatte. Und dann könnt ihr sehen, ich habe da ungefähr 3 Grad offene Spur. Auf der linken Seite habe ich jetzt hier 4 Grad. Das heißt, das ist schon wieder nicht richtig. Jetzt muss ich mich natürlich entscheiden, was möchte ich haben, 3 oder 4 Grad. Und dementsprechend stelle ich das dann ein. Aber das ist jetzt nur als Beispiel. Kann auch sein, dass wenn ich das Auto jetzt einschalte, das ist nur für euch. Ich mache das jetzt hier nicht mit Strom, nicht unter Spannung, sondern nur als Beispiel. Aber ihr wisst, was ich meine jetzt. Ja, das gleiche könnt ihr hinten machen. Hinten macht aber nicht wirklich Sinn, weil hinten könnt ihr eigentlich nur durch die Hinge-Pins ändern. Aber auch hier könnt ihr sehen, ich habe hinten jetzt 3,5 Grad hinten links und hinten rechts müsste ja die gleiche Option sein. Ja, 3,5 Grad habe ich hinten links und hinten rechts, also komplette Hinterachse, Vorspur und vorne habe ich die Nachspur. Bin der Meinung, das waren jetzt die Begriffe. Ja, das ist das. Dann nehmen wir die mal ganz kurz wieder weg. Brauchen wir jetzt nämlich nicht mehr. Jetzt geht es nämlich ans Eingemachte. Jetzt gucken wir uns von vorne auf die Vorderachse an, nämlich von vorne auf die Füße, nämlich auf die T-Füße, die da sind. Die zeigen uns jetzt nämlich, was für einen Sturz wir haben. Nach oben innen oder nach oben außen. So, wir bewegen das Auto immer kurz ein bisschen hoch runter, dass der ungefähr dann eingependelt ist. Weil wenn das Auto irgendwo eingespannt ist, kann er euch nämlich schon wieder einen falschen Wert anzeigen. So, jetzt gucken wir. Ich habe vorne links ca. 1,5 Grad. Und vorne rechts 2 Grad. Ja, ungefähr. Müsste man hier jetzt noch feinjustieren. Ich fahre mein Auto ringsherum auf 2 Grad Sturz. Vorne wie hinten. Funktioniert sehr gut bei dem Auto. Kann ich nur empfehlen, falls einer mal eine Frage hat. Hinten sieht das Ganze jetzt schon ganz anders aus. Hinten habe ich... Ich habe das Setup-System jetzt nicht dabei gehabt in Dänemark, sondern nur eine Sturzlehre dabei gehabt, die ich mir auch von Aeromax gekauft habe. Da habe ich hinten jetzt 3 Grad und also hinten rechts 3 Grad und hinten links 2 Grad. Ne, 3 Grad. 1, 2, 3. Und da 1, 2, 3. Ja, 3 Grad hinten ist auch nicht das, was ich unbedingt will. So eine Sturzlehre ist auch... Aber ist also Vorteil... Oder habe ich 3 Grad eingestellt? Eigentlich fahre ich 2 Grad ringsum. Egal. So eine Sturzlehre hat, ich zeige die einmal. Das ist dann nämlich nicht die Black Golden Edition. Das ist die normale Version in Grau. Hat, wenn wir die Seite und die Seite anlegen, das heißt, die Seite kommt auf den Boden. Die kommt dann jetzt ans Rand. Dann haben wir hier, genau, ja, so, das ist nicht blendet, 1 Grad. Drehen wir das. Hier ist diese Aussparung immer für die Radmutter. Ne? Hier. Seht das? Da ist die Aussparung, das ist für die Radmutter. Hier haben wir dann 2 Grad und hier haben wir 3 Grad. Das heißt, wir können 1, 2 und 3 Grad einstellen. Nur diese Vorgaben gibt es und das kann man dann mit dem Setup-System vielleicht nochmal überprüfen. Oder man möchte das Setup-System nicht unbedingt mitnehmen und sagt, mir reicht doch die Sturzlehre. Man sieht ja, es hat funktioniert. Hinten ist gleich, vorne nicht. Kann man jetzt vom Fahren kommen. Hin und wieder muss man ja nochmal nachjustieren nach ein paar Akkus, aber ist auch egal. Das ist hier nur ein halbes Grad vorne, was anders ist, ist halb so wild. Ja, so funktioniert ein Setup-System. Mehr ist das schon gar nicht. Und es kann wirklich viel bewirken. Wirklich, wirklich viel bewirken, wenn ihr euer Auto wirklich ganz genau einstellt und so ein Setup-System habt und benutzt. Wirklich wichtig, Akkus rein. Das ist schon mal der wichtigste Punkt, weil das Auto ist dann so belastet, wie es auch im Rennen belastet ist, von den Dämpfern her. Na? Ja, das ganze Setup-System, wie gesagt, 168 Euro bei HP Hobby auf der Homepage. Gibt es auch bei sämtlichen anderen Läden. Könnt ihr euch natürlich selber entscheiden, wo ihr das kauft. Aber HP Hobby ist da schon sehr ausgefuchst und macht das gut, ganz gut. Na, den Michael Müller, Entschuldigung, ich habe so viele Michaels an Händlern, von Microspeed,
von M3 Manufacturing und HP Hobby sind alle in Michaels. Das ist schlimm, ist das. Ja. Also da könnt ihr euch jederzeit mit allen von den dreien Kontakt aufnehmen, aber Michael Müller von HP Hobby, der, wie gesagt, HP Hobby, der kann euch das auch organisieren. Ist Bestellware, liegt nicht unbedingt auf Lager, weil, wie gesagt, ist ein bisschen teuer. Das Normale in der Farbe, wie die Stoßlehre jetzt hier in Grau. Ich habe am Anfang des Videos gesagt, ihr zahlt für die Optik mit. Das ist auch so. Ihr zahlt hier ungefähr 40 Euro mehr. Ist dann aber auch die Tasche dabei. Die Tasche einzeln, hier diese Stofftasche, habe ich auch nochmal liegen. Neu, mit Leere, mit dieser von Hoodie. Habe ich hier einfach rumliegen. Das setze ich nächstes Mal bei eBay Kleinanzeigen rein. Die Tasche einzeln kostet auch schon mal 30 Euro. Also zahlt ihr ungefähr 10 Euro mehr für die Optik, weil das normale Setup-System, also dasselbe Setup-System, nur in der grauen Farbe, kostet dann ungefähr um die 120 Euro. Vielleicht ein bisschen weniger, vielleicht ein bisschen mehr. Ist immer unterschiedlich. Ne? Gut. Das soll schon gewesen sein. Haben wir einen kurzen Einblick, wie so ein Setup-System funktioniert und dass ich mir jetzt auch eins endlich mal gekauft habe und nicht immer auf andere angewiesen bin, weil ich immer auf Thorsten und Dave gehofft habe, weil die immer sowas dabei hatten. Jetzt habe ich es selber dabei und es passt auch wunderbar in die Tasche. Also die Tasche ist immer noch ein absoluter Gewinn. Hat alles reingepasst. Bis aufs Auto natürlich, aber dafür habe ich ja extra meine GT-Tasche. Na, gut. Alles klar. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.